Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich Ihnen meine ganz besondere Fähigkeit demonstrieren, Ihre Perspektive ganz genau zu kennen. Ich möchte fast sagen, ich kann Ihre Gedanken lesen. Um Ihnen das zu beweisen, werde ich Ihnen gleich 6 Karten zeigen und Sie bitten, schnell eine Karte auszuwählen und sich diese gut zu merken. Sind Sie bereit? Dann los! Wählen Sie eine Karte aus und merken Sie sich diese gut. Ich werde die Karten nun mischen und alle bis auf Ihre Karte aufdecken. Überprüfen Sie bitte einmal, ob Ihre Karte die verdeckte Karte ist. Falls ich Ihre Karte tatsächlich korrekt erraten habe, fragen Sie sich vielleicht gerade, wo der Trick bei der ganzen Sache ist. Oder ist es Ihnen schon aufgefallen? Lassen Sie mich Ihnen noch einmal die Karten zeigen, aus denen Sie Ihre Karte ausgewählt haben. Und die Karten, die ich Ihnen im Anschluss gezeigt habe. Schauen Sie noch einmal ganz genau hin, denn natürlich kann ich nicht Ihre Gedanken lesen. Ich habe mir aber zunutze gemacht, dass unsere Wahrnehmung selektiv ist. In der Regel nehmen wir nur einen Bruchteil von dem wahr, was um uns herum passiert. Und mit der Aufgabe, sich schnell eine Karte auszuwählen, war Ihre Aufmerksamkeit wahrscheinlich auf diese Karte fokussiert, so dass Sie den anderen Karten nicht allzu viel Beachtung geschenkt haben. Und so ist Ihnen vermutlich gar nicht aufgefallen, dass die nächsten Karten zwar ähnlich, aber eben nicht gleich waren. Genauso wie wir uns auf eine Karte fokussieren und andere Informationen ausblenden oder nicht wahrnehmen, kann auch unsere eigene Perspektive auf Situationen oder Herausforderungen in unserem Leben eingeschränkt sein. Wenn zum Beispiel etwas nicht so klappt, wie wir es uns vorgestellt haben, dann neigen wir dazu, uns auf das Scheitern zu fokussieren, also auf das, was nicht geklappt hat. Das ist nicht per se problematisch, es bildet aber ähnlich wie bei den Karten gerade nur einen Teil des Ganzen ab. Ein Perspektivwechsel kann uns helfen, weitere Blickwinkel einzunehmen. Zum Beispiel, indem wir die Lernbrille aufsetzen und uns fragen, was kann ich aus dieser Situation lernen? Oder indem wir gedanklich herauszoomen und fragen, wie werde ich in 5 Jahren auf diesen Moment zurückblicken und was werde ich darüber denken? Oder indem wir uns in eine andere Person hineinversetzen und uns fragen, was würde Person X dazu sagen? Und diese Person kann jemand in ihrem Umfeld sein. Eine bekannte Person, ein Vorbild oder einfach jemand, der oft anders auf die Dinge schaut als sie selbst. Die Reflexion über solche Fragen kann helfen, neue Perspektiven einzunehmen und so zu vermeiden, dass wir uns in einer Sichtweise festfahren oder verlieren. Wir wirken damit aktiv auch einer weiteren kognitiven Verzerrung entgegen, die unsere Wahrnehmung beeinflusst, der sogenannte Bestätigungsfehler. Wir neigen dazu, Informationen so wahrzunehmen, so zu ermitteln und so zu interpretieren, dass sie unseren Erwartungen und Überzeugungen entsprechen. Lassen Sie mich dies anhand eines Beispiels verdeutlichen. Wenn bei mir etwas nicht geklappt hat, sagen wir, mein Manuskript wurde von einer Fachzeitschrift abgelehnt oder ein Projektbudget wurde nicht bewilligt, dann fühle ich mich vielleicht entmutigt, habe das Gefühl, versagt zu haben und bin überzeugt, dass es bei allen anderen viel besser läuft als bei mir und sie erfolgreicher sind. Selektive Wahrnehmung und der Bestätigungsfehler können dazu führen, dass ich Erfolgsmeldungen von anderen sehr bewusst wahrnehme, wenn diese also erfolgreich veröffentlichen, Projektmittel bekommen oder ihnen andere Dinge gelingen. Dabei aber nicht sehe, dass auch die anderen Ablehnungen oder Absagen erleben. Das läuft ganz unbewusst ab und kann dazu führen, dass wir uns in unserer Perspektive bestätigt fühlen, statt zu erkennen, dass diese immer nur einen Teil des Gesamtbildes zeigt. Was können Sie also tun, um neue Perspektiven zu gewinnen und nicht dem Bestätigungsfehler in die Falle zu gehen? Eine bewährte Methode ist die sogenannte DIVE-Methode. Die Abkürzung steht für die Schritte Describe, beschreiben, Interpret, interpretieren, Verify, überprüfen und Evaluate, bewerten. Versuchen Sie im ersten Schritt, die Situation oder das Ereignis möglichst neutral zu beschreiben. Das ist oft leichter gesagt als getan, denn wir neigen dazu, schnell in die Interpretation überzugehen. Lassen Sie uns wieder ein Beispiel zur Hilfe nehmen. Sie erwarten von einer Kollegin oder einem Kollegen Feedback zu einem Textentwurf, haben dieses aber bisher nicht erhalten. Soweit zur Beschreibung. Was ist Ihre spontane Interpretation? Vielleicht, dass die Person keine Lust hat, Sie zu unterstützen, dass sie den Text so schlecht findet, dass sie nicht weiß, wo sie beginnen soll oder sie einfach vergessen hat. Falls Ihnen spontan eher negative Interpretationen in den Kopf gekommen sind, können Sie auch fragen, welche positiveren Interpretationen es geben könnte. Vielleicht ist die Person erkrankt, hat kurzfristig eine andere dringende Aufgabe erledigen müssen oder hat längst geantwortet, die E-Mail wurde aber nicht zugestellt. Vielleicht gab es auch eine dringende private Angelegenheit oder ein Missverständnis zur Dringlichkeit des Feedbacks. In diesem Schritt geht es vorrangig darum, möglichst viele verschiedene Interpretationen zu finden, um die eigene Perspektive zu erweitern.
Im nächsten Schritt können wir überlegen, welche Anhaltspunkte wir für verschiedene Interpretationen haben und welche wir für am wahrscheinlichsten halten. Dafür können wir uns fragen, was wir eigentlich nicht wissen. Das mag erstmal seltsam klingen, hilft aber dabei, uns bewusst zu machen, wo wir Annahmen treffen und welche Informationen uns fehlen. In unserem Beispiel könnten wir zu dem Schluss kommen, dass wir schlicht und ergreifend nicht wissen, warum die Kollegin oder der Kollege das Feedback bisher nicht geschickt hat. Um das herauszufinden, könnten wir uns entscheiden, die Person anzurufen und uns zu erkundigen, statt uns immer weiter in der Perspektive zu vergraben, dass unser Text schlecht ist oder das Anliegen einfach nicht wichtig genug. Je nachdem, zu welchem Schluss wir im Laufe der Reflexion oder im Gespräch mit der anderen Person kommen, verändert sich auch die Bewertung. In unserem Beispiel vielleicht von Zweifeln hin zu Verständnis, wenn wir feststellen, dass die andere Person kurzfristig erkrankt ist oder es ein Missverständnis zur Dringlichkeit der Sache gab. Und so kann die Dive-Methode dabei helfen, bewusst die Perspektive zu wechseln, nicht vorschnell zu urteilen und so Sorgen, Ängste, Frust, Ärger oder sogar Konflikte schneller aufzulösen. Probieren Sie es in Ihrem Alltag gerne einmal aus und lassen Sie sich überraschen, welche neuen Perspektiven Sie gewinnen können.